Hi ho und willkommen, meine lieben Freunde der Automatisierungstechnik und des Fortschritts, zu einem neuen Let's Show von mir. Mal wieder zur Abwechslung. Nämlich Satisfactory. Ja, Satisfactory. Vielleicht kennen einige von euch das Spiel Factorio, da brauche ich nicht viel sagen. Das ist nämlich wie Factorio in 3D. Mehr oder weniger, mit eigenem Flair halt. Für die, die Factorio nicht kennen, Satisfactory ist ein Fabrikbausimulator, kann man sagen. Also, wir werden als einzelne Person auf einen unbewohnten Planeten geschossen mit einem Droppod und müssen dort die Ressourcen abbauen und Fabriken bauen, indem wir dann Sachen zusammenschustern. Einfaches Beispiel, wir bauen einen Mining Drill, um Eisen abzubauen, schmelzen das Eisen in das Smeltery zu Eisenbarren und aus den Eisenbarren machen wir dann Eisenplatten, die wir dann wieder für andere Sachen verwenden müssen. Ja, das ist so das Grundprinzip von Satisfactory, wird aber ziemlich komplex, je weiter man kommt. So, also, ich starte, ohne noch viel zu reden, ein New Game. Ja, erstmal den Session Name. Nennen wir ihn einfach Let's Play, nicht Let's Fets. So, Private Session, weil Fets sollten nicht unbedingt joinen, während ich euch das Spiel zeige. Skip Intro lassen wir mal draußen, dass ich euch ja wirklich alles von Anfang an zeigen kann. Weil mit Skip Intro können wir den Prolog, sagen wir mal, überspringen, das Tutorial überspringen. Aber das ist ganz nett zu zeigen. So, wir haben jetzt 4 Startgebiete zur Auswahl. Und ja, hier gehen die Meinungen der Leute auseinander. Manche sagen, alle 4 Startgebiete sind auf derselben Map, aber halt nur unterschiedliche Startgebiete. Andere sagen, jedes Startgebiet ist eine eigene Map. Was jetzt genau stimmt, konnte ich noch nicht sagen, weil so viel habe ich von den Karten nicht erkundet, um zu sehen, dass ich jetzt zum Beispiel von den Grasfeldern in die steinige Wüste gekommen bin. Oder die Dune Desert. Ja. Also Grasfelder sind so der Start für Anfänger. Dann Rocky Desert ist das, was ich bereits genommen habe, weil ich ein bisschen mich mehr auskenne mit dem Spiel. Also in meinem Privatspiel. Northern Forest. Ja, klingt sehr uneben, was ein bisschen unpraktisch ist. Und da gibt es noch die Dune Desert für die Advanced Pioneers, also das ist das wirklich fortgeschrittenste. Ich würde sagen, wir nehmen die Rocky Desert, weil wir da schon viel flaches Land zu bebauen haben, sage ich mal. Oder nehmen wir einfach Grassfields. Na komm, wir nehmen einfach die Grassfields. Standard Startgebiet. Und starten in die Anfangskantine. Ja, wir kriegen nämlich jetzt ein kleines Einführungsvideo, was unsere Aufgabe sein wird, wenn wir auf den Planeten geschossen wurden. Und dann kriegt ihr schon mal so eine Vorstellung, was wir alles machen müssen. Natürlich, sobald es geladen hat. Ja, im Gegensatz zu Factorio ist außerdem die Map komplett fest, was ein bisschen schade ist. Aber jetzt auch nicht ganz so schlimm, weil die Map ist riesengroß. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob unser Startpunkt, wo wir runtergeschossen werden, random ist oder nicht. So, unsere Einführung geht los. Also, wir sitzen in unserem Droppod. Kriegen ein Attention. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expect
expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Ja, wir sollen halt die Arbeit geben und effektiv Warning. Sein. Planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. So, unser wichtigstes Tool. Unser Build-Out Dismantler. So. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Sehr ermutigend, dass wir der dritte Überlebende sind. Note, objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note. Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Ja, wir verschwenden keine Ressourcen, deswegen werden wir jetzt den drop pod erstmal abbauen, weil wir wiederverwerten können. All important Fixit data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. Mm-hmm. Haben wir hier die Tutorials, die Inbox, die uns Hinweise gibt, wenn was los ist, und auch unsere Rezepte, also was wir am Anfang an Parts bauen können, an Equipment, an Gebäuden und an Fahrzeugen. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Jo, das Note, machen wir mit according Tab. To Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. So, das ist unser Xeno Zapper, um die Wildtiere objective, hier. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Also zu bekämpfen, besser gesagt, Note, nicht zu besiegen. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. So, und jetzt sollen wir nach Eisen scannen. Ui, Eisen. Ah ja, ein Scanner ist auch eingebaut in unserem Tool. So, und hier sind einige Eisenvorkommen in der Nähe. Nehmen wir doch einfach mal das in dieser Richtung hier. Sammeln unterwegs Beeren und Nüsse auf. Weil das die Heilgegenstände in dem Spiel sind. Und auch schon mal etwas Blatt- und Holzwerk. Für die Stromproduktion später. So, dann hüpfen wir mal hier hoch. Und ja, da ist gleich schon mal ein wildes Tier. Das uns angreift. Oder uns umrundet. Und gegen das wir uns verteidigen müssen. So. Anders als in Factorio gibt es nur einzelne von diesen Jungs hier. Die ab und zu mal respawnen. Und auch
nicht. Das da ist ein Steinvorkommen. Das ist noch so ein Viech. Au. Na, komm her. So. Das wäre ein Eisenvorkommen. Das wäre ein Eisenvorkommen. Mal sehen, wenn wir hier scannen. Ist leider kein besonders großes Eisenvorkommen, muss ich sagen. Und das nächste Problem ist, wir sind hier hinten an einem Hang, wo es tief runter ins Nirvana geht. Ja, eigentlich, da das eine Let's Show ist, würde ich sagen, ich baue hier einfach mal die Base auf. Aber gucken wir mal, wo noch in der Nähe Eisenvorkommen sind. Die vielleicht ein bisschen besser geeignet sind. Ja, hier wäre ein Kupfervorkommen. Mit einem weizenfreundlichen knurrenden Tier. Also ja, ich kann mir ein paar von diesen Nüssen reinpfeifen. Um mich zu heilen. Jo, da sind noch mehr von denen. Au. So. Gut, hier haben wir hier unten ein Eisenvorkommen. Zwei Eisenvorkommen sogar. Mehr. Also hier unten werden zwei Eisen vorkommen. So, ich habe Paleberries gesehen. Ah, komme ich auch irgendwo hoch? Ist die gute Frage, um zu sehen, ob da oben noch weitere Eisen vorkommen sind. Einfach um die Ecke. Naja, das Gebiet hier sieht auch nicht gut aus. Hm, seid ihr Eisenvorkommen? Ja, ihr zwei seid auch Eisenvorkommen. Ja, da ist ein knurrendes Viech. Ja, da unten werden auch noch zwei Eisen vorkommen. Ah. Gut, also ja, hier könnten wir... Ah, aber da drüben ist Gift. Also das da sind Giftnester. Das heißt, wir werden uns doch noch Platz 3 angucken. Aber nicht in die Gegner reinrennen. So, sondern... Ups. Also ja, das Vorkommen und die beiden Vorkommen haben wir uns schon angesehen. Das heißt, wir laufen jetzt zu dem letzten da hinten. Sammeln unterwegs noch Blätter und Holz ein. Rennen vor den Viechern weg. Oder bekämpfen sie, wenn es geht.
Einer ist tot. Nummer 2 ist tot. Dann essen wir lieber ein paar von denen. So, und scannen nochmal. Ist das hier hinten das Zweier-Eisenvorkommen, was ich vorhin gefunden hatte? Sieht fast danach aus. Ja. Oder? Nein, das ist noch ein anderes Eisenvorkommen hier. Was allerdings ganz nett wäre, würde ich sagen. Also ja. Außer hier ganz in der Nähe gibt es noch Eisen. Oh, da unten gibt es schön viel Eisen. Eisen und Limestone. Ja, warum nicht? Einmal hier runter. Also ja, 3 Eisenvorkommen hier unten und 2 waren noch da oben. Damit kann man sich gut zufrieden geben. Auch wenn da drüben wieder das Gift ist. Das wäre eben in der Wüste nicht Gift. Also jedenfalls nicht so viel. Scannen wir nochmal vielleicht. Und ja, ich bin gerade ein bisschen wählerisch, ich merk's. Hier wäre noch mehr Limestone und hier sind auch noch viel mehr Viehzeug. So. Komm, gucken wir uns noch das letzte Vorkommen an. Was da drüben ist. Ja, ich würde sagen, hier könnten wir uns einrichten und könnten dann das da drüben anzapfen. Erstmal hier den hier loswerden. Also, ja, bauen wir hier Eisen ab. Hier sind 3 Vorkommen sogar, sehr praktisch. So, wir sollen Eisen abbauen. Dann machen wir das erstmal. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Jetzt bauen wir aber erst einmal von den Eisenvorkommen hier diese Cluster ab. Also das hier ist ein Eisenvorkommen. Die sind impure. Was auch nicht so schön ist. Bei impure sind schlechte Eisenvorkommen. Die bringen nicht so viel Erz. Oh, da drüben wären noch
2. Oh, das wäre idealer. Und ja, die Großen da, die tun einem nichts zum Glück. Komm her. So, seid ihr auch im Pure? Ja. Also gut, dann bringt das eigentlich fast nicht hier großartig was umzumodeln. Ich würde sagen, wir errichten da oben auf dem Felsvorsprung dann unser Hub erstmal. Sacken hier noch Nüsse ein. Können hier den Schwefel abbauen, dass er uns nicht irgendwie im Weg steht. Und ja, hier sieht es schön aus für unser Hub. Mit dem Eisen da unten. So, ein Hub. Wir kriegen jetzt also mit Q das Baumenü geöffnet. Und dann können wir hier das Hub platzieren, beziehungsweise erstmal nur das Grundgerüst des Hubs. Und man sieht, das kostet die Hub-Parts, die wir aus dem Drop-Pod gewonnen haben. So, das Hub muss erstmal nicht perfekt stehen. Das reicht, wenn es steht. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth Objective, complete Hub Upgrade 1. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Okay, wir haben jetzt das Hub Terminal und die Craft Bench. Im Terminal können wir jetzt erstmal Tier 0 machen.